Jojo, das ist Arco außer Kontrolle. Heute geht's um Folgendes. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass es in meiner Box eine DVD gibt mit einem Interview von mir drauf. Ja, das wird das einzigste Interview sein dieses Jahr von mir. Und ihr werdet jetzt exklusiv 10 Minuten von diesem Interview hier bei Backspin sehen. Und wer sich dann den Rest reinziehen will, muss sich die Box kaufen. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich wünsche euch viel Spaß. Peace. Arco außer Kontrolle. XY. Freut mich. Mich auch. Mich auch, mein Lieber. Geht's dir gut? Wir werden heute einen Tag zusammen verbringen, habe ich gehört, ne? So sieht's aus. Ganz hinter die Maske werden wir nicht gucken können, aber so ein kleines bisschen hinter die Fassade gucken und mal ein bisschen mehr von dir erzählen, als die Leute, die bisher vielleicht mitgekriegt haben. Ja, wir haben uns gedacht einfach, dieses Jahr zum Album werde ich halt keine Interviews geben. So. Ja. Es wird ein Interview geben. Es wird dieses Interview sein. Die packen wir dann in die Box als DVD. Wir müssen bestimmt viele Fragen haben. Ja. Und ich zeige dir ein bisschen unsere Gegend. Wird auf jeden Fall ein lustiger Tag werden. Dass ihr beide hier nebeneinander sitzt und heute zusammen Geschäfte macht, das war ja eigentlich gar nicht mehr so wieder zu erwarten, oder? Das hat auf jeden Fall eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, ne? Die ey, lange voll. Zurück. 12 Jahre bestimmt schon. 12 Jahre schon? Schon ein bisschen länger, oder? Ja, 12, 13 Jahre auf jeden Fall. Patrick ist der beste Manager in Deutschland, finde ich. Ja. Es gibt keinen, der das Ding so schockt, der. Ihr wisst ja, was er die letzten 3 Jahre alles so gerissen hat. Und deswegen ist es einfach das Beste für mich, einfach das mit Patrick durchzuziehen. Ich vertraue auch keinen mehr als ihm in der ganzen Geschichte. Deswegen ist es perfekt. Gute Basis. Das Finale unseres Tages heute ist Vertragsunterschrift nachher. Ne? Das heißt, es ist auch noch ein sehr besonderer Tag, den wir heute haben. Ja, Patrick hat auf jeden Fall einen krassen Deal reingeholt, muss ich auf jeden Fall sagen. Auch über den zerstört. Auch über den unterhalten wir uns nachher. Was für mich halt immer spannend ist, wir sind mit einem Wedding. Das ist der Ort, wo du lebst, das ist der Ort, wo du groß geworden bist. Das heißt, das ist der Ort, wo die Leute dich kennen, genau. Das heißt, das ist auch der Ort, den du mir jetzt mal ein kleines bisschen zeigen musst. Und dann können wir uns vielleicht ein bisschen über dich und deine Herkunft und deinen Weg bisher unterhalten. Können wir gerne machen. Ich habe schon einige Male hier gedreht und ich finde irgendwie, der Stadtteil hat irgendwas Besonderes, weil er für mich sich wirklich nach Berlin anfühlt. Ja, das ist Wedding, ne? Das ist die Mitte von Berlin so. Ich sag mal, das Zentrum von Berlin ist Wedding. Hier ist gut, hier ist das ist immer am meisten los. Die Kriminalität ist sehr, sehr hoch hier. Ich bin noch mal gewesen. Wenn du hier groß wirst, so, kannst du schon schnell auf die schiefe Bahn geraten. So. Also das ist bereust du das heute ein bisschen? Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die ich bereue. So. Aber ich bereue nicht, dass ich hier lebe und hier groß geworden bin. Und wäre das alles nicht so passiert, dann würde ich, glaube ich, heute nicht mit dir hier so durch die Straßen laufen und dieses Interview geben und würde heute nicht diesen fetten Deal unterschreiben. Weißt du? Schule verkackt gleich, früh. Wie war bist du gekommen? Ich glaube, siebte Klasse habe ich schon Abgangszeugnis bekommen. Also war schon allgemein alle 10 Jahre, diese allgemeine Schulpflicht war nach der siebten Klasse schon erfüllt. Ja. Und da haben die mich auch gleich aus der Schule gekickt. So. Die waren froh, dass sie mich endlich losgeworden sind. So. Weißt du, was ich meine? Also richtiges Problemkind. Auf jeden Fall, in der Schule sowieso. Ich war Horror für die Lehrer, für den Albtraum. Ist das das Studio? Die Mauern das Ding zu, ne? Ja, haben die gemacht. Guck mal, die haben die zugemauert. Die machen das Ding zu. Wir machen eine Wohnung draus. War das das Studio? Das war das Studio gewesen, ja. Das war die richtige mit Eingang und so. Und jetzt haben wir das hier alles zugemacht. Du hattest dann, ich hab dann oben hier das Café gehabt. Und unten hatten wir das Studio komplett so. Ach, hier war ein Café? Ja, genau. Da drunter das Studio. Das gehört halt, ich hab das halt zusammen aufgemacht. Café mit Studio. Ja. Aber wie gesagt, 2 Wochen haben die das versiegelt. Wann war das, um das kurz zusammenzufassen? Oh, wann war das? Es war zu der Zeit, als ich ASSN gemacht habe, letztes Jahr. Ach so, klar, das ist sogar jetzt. Okay. Genau. Und warum nach 2 Wochen wieder zu? Verdacht auf organisierte Kriminalität. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, natürlich. Ja, die haben dann übertrieben wieder, kamen die hierher mit MPs und so und haben hier den ganzen Laden auseinandergenommen. Und dann haben die das versiegelt. Das geht am Ende ja, glaube ich, ein bisschen oder hängt damit zusammen, was du offensichtlich in deinem Leben vorher als in deine Akte alles eintragen ja, lassen das, hast. Ja, das ist das Problem. Die kennen mich ja alle, die wissen, was Sache ist. So. Aber die wissen auch, dass ich Musik mache jetzt. Ne? Ja. Dass es halt jetzt anders aussieht und dass ich mich auf die Musik konzentriere.
Und anstatt mich da in Ruhe zu lassen, sagen, okay, der Junge ist von der Straße weg, der macht jetzt seine Mucke, der zieht seine Jungs mit. Nein, kommen die noch und treten oben rauf. So, jetzt so. Wird getestet. Ja, so habe ich immer ein bisschen am das Ende Gefühl. Nicht wundern, wenn ich immer gegen die, meinen Lines auch immer gegen die schieße. Und wenn ich, auch wenn die nicht kommen würden, ich werde ja immer gegen den starten. Immer. Wenn man jung ist, dann geht es ja auch irgendwie darum, was will man aus seinem Leben machen. Welche Pläne hat man, welche Ziele hat man. Es geht irgendwann los, dass man sich darüber Gedanken macht. Nicht mit 12, 13, aber spätestens 16, 17, 18. So. Hast du dich alleine gelassen gefühlt so mit der Möglichkeit, mit den Möglichkeiten, was du das machen können? Oder war dein Weg eh schnell vorbestimmt? Ich war auf jeden Fall perspektivlos. So. Ich habe Probleme mit meinem Aufenthalt gehabt. Ich habe früh gecheckt, dass ich keine Ausbildung machen kann in Deutschland wegen meinem Aufenthalt. Ja. Weil der immer halt drei Monate und so, das war halt ein Problem. Ich hätte nur überbetrieblich eine Ausbildung finden können. Das heißt, der Betrieb muss diese Ausbildung finanzieren. Ja. Und du findest gar keinen Betrieb, der das macht. So, wo die sagen, okay, wir bilden den jetzt aus und zahlen ihm komplett die ganze Ausbildung von 45.000 Euro oder so, oder was es da kostet. Ja? Keine Ahnung, wie teuer das ist. Ja, vor allem nicht mit deiner Akte wiederum. Ne? Also da dreht man sich immer so ein kleines bisschen im Kreis. Aber das heißt. Viele gucken ja nicht in die Akte, so, weißt du, was ja. Arbeit angeht. So. Die checken einfach nur, okay, da hatte ich mal einen richtigen Aufenthalt, was soll man mit dem anfangen? Der kann ja in den nächsten 3-4 Monaten abgeschoben werden. Nee, danke, weißt du. Und so waren halt alle Türen deswegen zu. Ich konnte nicht mal einen Vertrag, wie willst du einen Einjahresvertrag eingehen, wenn du gerade mal einen Aufenthalt hast, der 3 Monate geht, so, weißt du? Kannst du nirgends einen Vertrag eingehen, weil du bist gar nicht befugt. Du hast nur 3 Monate Aufenthalt hier und du kannst also dann auch nur einen Vertrag eingehen, der bis zu 3 Monate geht, aber ansonsten ist ja... Das ist halt das Problem gewesen, meine die ganze Zeit. Aber hättest du es gerne gemacht? Klar hätte ich gerne damals. Ich habe ja früh gecheckt, so, dass bei mir alles ein bisschen anders ist. Und bei meiner Familie auch halt ein bisschen alles anders ist. Wir sind halt Flüchtlinge, hierher gekommen nach Deutschland. Probleme mit unserem Namen gehabt. Probleme mit dem Aufenthalt gehabt. Ist dir auch, weißt du, kein Mittel zu schade. Du machst dann einfach, du ziehst dann einfach durch. Du guckst, wie kann ich jetzt Geld machen? Wann war der Punkt dafür? Wann hast du wirklich losgelegt? Ich habe schon als kleiner Junge schon losgelegt, ne? Mit Klauen und so. Das war schon ganz schlimm bei mir. So. Richtig Kleptomanie, das heißt, ich musste klauen. Egal wo ich war, ich habe geklaut. Also eine Woche nach meinem 14. Geburtstag war ich erstmal in Haft. Das war gar nicht so schlimm für mich das erste Mal. Ne? Weil ich kam da rein, es war wie ein Jugendzentrum. Ne? Ich kannte jeden, jeder kannte mich. War gechillt, muss ich ehrlich sagen. So. Bisschen traurig war es dann, wenn Mama dich besucht hat und geweint hat und so. Das war das einzigste Schlimme an der ganzen Geschichte. Warum eigentlich Handschuhe? Weil es einfach Verbrecher aussieht. Wenn man die anhat, sieht das wirkt, das hat noch krimineller. Handwerkzeug, ne? Genau. Keine Fingerabdrücke hinterlassen, das ist was ich meine. Irgendwann muss der Wendepunkt kommen, so, okay, du wurdest schön erwischt für ein paar Taten, du hast dafür im Knast gesessen, jetzt hast du die Chance, diese Musik zu machen. Aber wenn du diesen Weg jetzt gehst, wirst du nie wieder diese Scheiße bauen können, weil du jetzt so viel preisgeben musst von dir, ja, dass du so krass im Fokus bist bei den Bullen, dass du einfach danach gar nichts mehr machen kannst. So, und diesen Schritt muss ich erstmal überwinden, überhaupt das zu machen. Ja. Ich wusste genau, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, werde ich so im Fokus sein, ja, auch egal welche Kamera mich aufnehmen würde, allein von meiner Optik, es würde schon gar nicht mehr funktionieren. So. Ja. Ja, ich würde direkt erkannt werden. Ich sage einfach, Dicker, ich muss mich da raushalten. Keiner würde auch mehr mit mir einen Coup planen oder ein Ding machen. So. Ich wusste, es ist vorbei ab diesem Moment. Hat dich das befreit? Klar hat mich das befreit. Normal. Bruder, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, in den Knast zu gehen. Es macht keinen Spaß, jeden Abend schlafen zu gehen und du weißt nicht, ob deine Tür gleich eingetreten wird und deine ganze Familie wachgerissen wird und du dann zusammengeschlagen wirst und wieder mitgenommen wirst. Verstehst du? Meine Jungs und ich verkaufen Flex. Steig ein, doch ich will alles ba, ba, ba. Einer der Mythen, die rund um dich auch immer im Internet zu finden sind, ist einer von einem angeblichen Bruch in einem Store. Ja. Kannst du mir die Geschichte dazu erzählen? Was soll ich hier großartig dazu sagen? In den Apple Store wurde eingebrochen, da wurden Handys rausgeholt und es kamen mehrere Gruppen in Frage, die das gewesen sein konnten. So. Es wurden zig Leute verdächtig in meinem ganzen Umkreis.
Endeffekt konnten die halt nichts nachweisen, niemandem etwas nachweisen und deswegen wurden alle Anklagen fallen gelassen und keiner wurde verurteilt dafür, bis heute nicht. Wollen wir mal ganz kurz in den Store gehen? Nee, geh mal los. Können wir mal kurz Warencheck machen? Ich bleib mal sitzen. Hier gibt's glaube ich genug Ware. Da müssen wir mal Mitarbeiter finden. Wie ist der Warenbestand hier in den Store? Haben Sie hier richtig viel Ware? Ich glaube, die Kamera ausmachen. Kamera auf! Mach die Kamera auf! Wir befinden uns jetzt auf dem Weg, im Prinzip so kurz davor, vor Universal, da in Stralauer Allee oder wie es heißt. Genau. Du bist jetzt auf dem Weg dahin, deinen Vertrag zu unterschreiben, der quasi die Zukunft ausdrückt. Hätte ich mich vor einem, wahrscheinlich ein Dreivierteljahr mit dir getroffen, hätten wir uns über einen Vertrag oder einen Deal bei IGJ unterhalten. Was ist in den letzten 9 Monaten in deinem Leben passiert? Yo, ich hoffe, die 10 Minuten haben euch gefallen. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu sehen in diesem Interview, wie ich zum Beispiel in den Store reingehe, maskiert und die Mitarbeiter nach dem Warenbestand frage. Ja, wer sich das alles reinziehen möchte, holt sich die Box und guckt sich die DVD an. Bis bald, AK außer Kontrolle XY. Peace.